Moin und willkommen zurück zu Robotrek. Und wir machen hier direkt weiter mit dem Dialog nach dem Bosskampf. Ah, was ist das? Mein Roboter und dein Babyroboter und er hat verloren. Aber das ist noch nicht das Ende. Ich werde es dir doppelt zurückzahlen. Erinnere dich daran. Bist du bereit? Du kannst von hier aus nicht verschwinden oder nicht flüchten. Okay. Der scheint aktiviert zu sein. Luni, bist du das? Ich bin es, Napoleon. Oh, du kennst mich noch nicht. Und diese Steine? Tetron sammeln? Gut. Ich habe das Tetron hier gefunden. Und ich habe es die ganze Zeit über behalten. Luni, nimm es. Ja, das ist der dritte Stein und ich glaube, das sind dann ja auch alle. Stellt sich nur die Frage, was wir jetzt damit machen müssen. Das kann nicht sein. Es wird einstürzen. Wir müssen von hier fliegen oder wir müssen hier rausgehen. Luni, hier entlang. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh nein, wir können hier nicht lang gehen. Lass uns einen anderen Weg finden. Ich werde diese Wand einreißen müssen. Bleib zurück. Ich hab's getan. Lass uns gehen. Okay. Hier müssen wir wohl immer mit ihm reden. Ich muss diese Wand auch einreißen. Bleib zurück. Ja, hab's erledigt. Lass uns gehen. Diese auch. Bleib zurück. Okay, er kommt nicht mehr durch. Ich bin erschöpft. Mir läuft die Zeit davon. Bald werde ich nur ein Haufen Schrottmetall sein. Behalte die Stücke. Ich werde dich beschützen. Eine Sache bleibt noch zu fragen. Bitte erfülle Rasks Willen. Okay. Und wir bekommen Schrott A. Der scheint ja besonders zu sein. Und hier haben wir Frösche. Ich glaube sogar, hier waren wir schon. Ha, geh mal aus dem Weg. Ich möchte an dir vorbei, ohne zu kämpfen. Jo, hier waren wir schon. Da müsste das hier links der Weg nach draußen sein. Jo. Ja, ich glaube, der war nicht lang. Den können wir hier eben lang gehen. Vor allem, weil ich ja an den ganzen Gegnern sowieso vorbeilaufe. Ja, der Roboter hat dann wohl seine letzten Kräfte geopfert, um uns entkommen zu lassen. Ist natürlich nett. Ah, jetzt kann man die Typen auch sehen, wenn man die Brille auf hat. Gut zu wissen. Wäre ich mal vorher hier mit der Brille lang gelaufen. Okay, damit dürfen wir entkommen sein. Den Schamanen gibt es scheinbar nicht mehr. Der müsste ja jetzt auch eine Maus sein. Ach, ich behalte die Brille mal kurz auf. Willkommen zurück. Der Älteste wartet auf dich. Beeile dich. Ja, ich könnte jetzt natürlich nochmal mit allen reden. Aber ich glaube, die sagen nicht so viele neue Sachen.
Du bist ein Botschafter des Schutzgeistes, das ist ein Lobestanz. Wahnsinn, der sieht genauso aus wie euer heiliger Tanz und wie der Tanz, den ihr den Leuten zeigt, die euch besuchen. Hast du den Schatz gefunden? Du hast den großartigsten Namen im Dorf gewonnen. Der Name ist Bai Bai. Okay. Der lügende Schamane ist zum Meer geflohen. Ein Mann im Inn sagte, er hat ihn gesehen. Aber nun ist das Dorf sicher. Und das verdanken wir nur dir. Okay. Ich denke mal, dass er mit dem bösen Schaman Dr. 1 meint. Der andere Schamane rennt ja in Mausform da noch rum. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Dann gehe ich halt rum. Danke, wir werden dich gut behandeln. Schlaf so viel du möchtest. Dann schlaf ich doch mal. Wir träumen wieder von Napoleon. Was ist das für ein Ort? Ein Raumschiff, Tetron, Luni? Ja. Was ist das? Etwas Großes gekommen. Schrecklich, schrecklich. Genau das hatten wir das letzte Mal, als wir geschlafen haben. Warum auch immer. Vielleicht sollten wir nicht mit der komischen Brille schlafen. Okay, ich denke mal, ich sollte jetzt mal den Bürgermeister suchen. Und ich glaube nicht, dass er in einem der Häuser hier ist, sondern wahrscheinlich wieder zurück in Rokoko. Das heißt, wir fahren mit dem Boot zurück. Ja, ich bin ja gespannt, wo es noch überall hingeht. Da unten sehen wir ja noch irgendwie einen Punkt und ich glaube, rechts von der Hauptinsel gab es ja noch so ein Schneeland. Wir können ja auch nochmal mit dem Angler reden. Vielleicht hat der was Interessantes zu erzählen. Nee, er sagt nur das Gleiche wie beim letzten Mal. Hier mit Schneeinsel meine ich. Das Ding da oben rechts. Und da haben wir auch noch ein Haus, wo wir irgendwie hinkommen sollten. Es kann natürlich auch sein, dass Dr. 1 da jetzt hin geflüchtet ist oder so. Und hier in Rokoko gibt es ja scheinbar auch noch Dinge zu erledigen. Ich habe schon eine lange Zeit auf dich gewartet. Im Ernst? Du schon wieder? Okay. Ich glaube, vielleicht müssen wir doch nochmal mit dem Typen im Hotel reden. Ach, das ist doch nervig, dass das irgendwie nur über Umwege geht. Normalerweise würden wir den doch sofort verfolgen wollen. Aber nein, wir übernachten erstmal und dann holen wir uns die Informationen. Das würde ich ein bisschen seltsam finden. Oder sollte das heißen, wir müssen nochmal zum Vulkan? Würde ich auch komisch finden. Thank you.
So, was erzählst du? Das gleiche wie eben. Modus zurück. Wir kehren bald zum Dorf zurück. Ja, das hatten wir auch. Hahaha. Ja, dann gehe ich nochmal zum Vulkan. Das sind jetzt wahrscheinlich wieder lauter nervige Maulwürfe. Oder auch nicht. Doch, da ist doch einer. Aber die kann man ja umgehen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mal wieder gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das schafft dieses Spiel sehr gut. Also er hatte ja gesagt, wir sollen mit dem Mann im Hotel reden. Das habe ich. Jetzt falle ich hier nochmal runter. Aber er sagt ja nur, man soll schlafen. Und dann kommt halt dieses Bild, was wir aber schon mal hatten. So, hier ist ja wieder der Maulwurf. Ja, auf Kämpfe habe ich gerade gar keine Lust hier. Ich würde eigentlich gerne wissen, wo es hier weitergeht. Was sagst du? Der Mann vor dem Hotel weiß also, wo es weitergeht. Ich habe es gesehen. Ein seltsamer Mann ist zum versteckten Strand hinter dem Vulkan geflohen. Dann hat er ein seltsames Boot aus dem vom Strand heraus, ab dem Strand benutzt. Okay, und der Weg ist jetzt dann noch frei. Und da haben wir Mint. Change. Okay, damit können wir uns dann wahrscheinlich gleich das Boot bauen. Und dafür müssen wir wahrscheinlich wieder zurück nach Rokoko fahren. Luni, hörst du das? Etwas ist passiert. Komm zurück nach Rokoko, sobald du kannst. Schnell. Warte, etwas ist in Rokoko passiert? Ich rieche eine Ratte. Ich mache mir Sorgen über Dr. Einst, aber zuerst ist, ja, andere Dinge zuerst. Ich muss gehen. Okay. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was passiert ist. Jetzt wurde der Bürgermeister entführt, oder was? Ja, und an sich würde ich, glaube ich, sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Diese Folge ist voll mit sehr viel Gelaber und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht ein bisschen Story. Bis dann!